Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich sag schon mal vorab, ich wünsche euch allen einen wunderschönen ersten Advent, denn heute ist der erste Advent. Heute ist wirklich der erste Advent. Ich habe dieses Video heute gedreht und lade es auch heute hoch, weil ich einfach diesen Tag mit euch zelebrieren will. Der erste Advent ist nämlich für mich immer so der Start der Weihnachtszeit. Okay, für viele vielleicht auch, aber ich bin wirklich sehr konsequent und esse vorher keine Plätzchen, trinke vorher keinen Glühwein, esse keinen Lebkuchen, hänge meine Weihnachtsdeko nicht auf, dekoriere auch meine restliche Wohnung nicht. Und deshalb habe ich mir gedacht, zelebriere ich das heute mit euch, anstatt mit meiner lieben Annika, meiner Schwester, auf dem Weihnachtsmarkt. Wir sind nämlich sonst jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt zusammen, mit einem Stand von unserem Tierschutzverein. Ja, pandemiebedingt fällt der natürlich dieses Jahr wieder aus. Und deshalb dachte ich, wenn ich schon nicht mit denen feiern kann, dann feiere ich mit euch. Ich habe mir hier Plätzchen bereitgestellt. Die Schale habe ich übrigens selbst gemacht. Bei uns im Kindercafé. Da kann man nämlich echt coole Dinge machen. Und die wird jedes Jahr mit Plätzchen aufgefüllt. Und ich habe hier meinen Glühwein stehen. Natürlich ist es Kinderpunsch. Ich mag nämlich keinen Glühwein. Also weißen Glühwein vielleicht noch, aber nein. Der ist mir immer viel zu herb. Und ich habe mich, falls ihr es nicht seht, in meinen schönsten Ugly-Weihnachtspulli geschossen. Ja, nur um mit euch diesen Tag zu zelebrieren. So bin ich zu euch. Kommen wir jetzt aber zu dem Punkt, weswegen ihr auch eingeschaltet habt. Und zwar habe ich ein Paket von Revive bekommen. Ich habe es jetzt schon mal aufgeschnitten, damit ich das im Video jetzt nicht machen muss, damit es für uns einfacher ist. Die Tage gab es wieder einen Rabattcode bei Rebuy und da hat die Mutti natürlich zugeschlagen. Das ist ja so ein Trigger für mich. Was? Rebuy hat einen Rabattcode? Ich gehe mal gucken. Ja. Auf jeden Fall ist es teilweise auch ein weihnachtlicher Haul geworden, weil ich nämlich zwei Weihnachtsbücher bestellt habe. Aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir holen die jetzt einfach mal raus. Okay. Das Band ist schon offen. Das war ich tatsächlich nicht. Auch nicht in Vorbereitung für das Video. Es ist offen gewesen. Aber ich knippel mal noch kurz die ganzen Sticker ab. Die kann ich nämlich nicht leiden. Die mag ich nicht. Die mag ich nicht. Ich würde sagen, ich nehme jetzt noch einen Schluck Kinderpunsch. Dann legen wir los mit dem ersten Buch. Ta 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 ta. Ja. Ah, das ist Delirium mit fehlendem Schutzumschlag, würde ich glatt behaupten. Ja. Wer mich kennt, der weiß, dass das Buch so niemals in meinem Bücherregal landen wird. Kein Deckblatt, also kein Schutzumschlag. Du erkennst nur hier, das ist. Hier ist es kaputt und wenn man aufschlägt, geklebt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was für einen Zustand ich gewählt habe. Es war auch ein Mängelexemplar oder einfach nur ein Man. I don't know. Ich schaue mal kurz in meine App rein und dann kann ich euch auch sagen, was ich bestellt habe und was es gekostet hat. Das blende ich euch dann gleich hier unten ein oder sag's euch einfach. So, ich habe tatsächlich den Zustand gut gewählt und habe 2,29 Euro dafür bezahlt. Ja, aber da ich den zweiten Band mit Umschlag habe und das nicht mehr, als gut für mich durchgeht, wird das Buch auch zurückgehen. Ja. Leider, leider Gottes. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, um was es in dem Buch ging. Es geht auch irgendwie um Krankheiten und ich glaube, die Menschen dürfen sich nicht anfassen oder irgend sowas war es. Ich würde es euch vorlesen, aber wie gesagt, ja, der Schutzumschlag fehlt. Damit auch der Klappentext. Schade, 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 aber das geht ungelesen zurück.
Dann durfte der vierte Band der Isara-Reihe bei mir einziehen. Von Julia Dippel, Isara, verbrannte Erde. Ja, das ist das Finale der Reihe. Ich habe die ersten beiden zusammen mit Jana und Ina gelesen. Und wir wollen jetzt auch den dritten Teil angehen. Ich dachte irgendwie auch, ich hätte den dritten bestellt, aber nein, es ist der vierte. Das heißt, ich muss den dritten jetzt doch noch bestellen. Dann habe ich die Reihe quasi komplett. Allerdings gibt es noch einen Zusatzband. Ich gucke immer hier in mein Bücherregal und gucke mir an, wo die Bücher stehen. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich die ganze Zeit darüber gucke. Ja, den Zusatzband werde ich mir auch noch zulegen. Der heißt Belial. Und darin geht es um einen Charakter aus dieser Reihe quasi. Einen, den ich auch richtig gut finde. Und ja, Zustand habe ich, mal gucken, ja, habe ich gut gewählt. Dafür ist es echt noch in einem klasse Zustand. Also das ist für mich ein guter Zustand. Da ist jetzt hier an der Ecke ein bisschen vermarkt. Hier ist ein bisschen dreckig. Ist auch völlig okay, es ist ein bisschen rund gelesen, also buckelig gelesen. Ist auch völlig okay, aber das ist für mich auch ein guter Zustand, wo man es trotzdem noch ins Regal stellen kann. Das hingegen ist ein Zustand, der an Buchvergewaltigung erinnert. Es tut mir leid, aber nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich kann euch jetzt natürlich nicht den Klappentext vom vierten Band vorlesen, aber ich kann euch den vom ersten Band vorlesen, damit ihr ungefähr wisst, um was es in dieser Reihe geht. Und zwar: Geheime Organisation und eine verbotene Liebe. Ari hält sich für ein ganz normales Scheidungskind. Sie lebt bei ihrer labilen Mutter, verabscheut ihren reichen Vater und jobbt neben der Schule, um sich ein Auto leisten zu können. Doch all ihre durchschnittlichen Sorgen rücken schlagartig in den Hintergrund, als übernatürliche Wesen versuchen, sie zu töten. Einer von ihnen ist Lucien, für den Ari als Tochter seines Erzfeinds ganz weit oben auf der Abschussliste steht. Als er jedoch erkennt, wie sehr er sich getäuscht hat, begeben sich die beiden auf eine gefährliche Suche nach Antworten. Vor ihnen tut sich ein Abgrund aus Intrigen, Verrat und Machtspielen einer verborgenen Gesellschaft auf, in der Ari ihren Platz finden und vor allem überleben muss. Packende Romantasy vom Feinsten. Das kann ich auch nur unterschreiben. Ich habe die Reihe super, super gern gelesen, beziehungsweise die ersten beiden Bände, und wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Die anderen beiden Mädels haben die Reihe als E-Books gelesen. Daher haben die gesagt, sie machen es jetzt von mir abhängig, wann ich den dritten Band kaufe. Und wie gesagt, ich dachte, das hier ist der dritte. Aber ja, okay, ich muss dann vielleicht den dritten jetzt bald mal kaufen, damit wir vielleicht im Dezember noch mit der Reihe weitermachen können, je nachdem. Ja, ich habe für den Zustand gut jetzt, mal gucken, 12,49 Euro bezahlt. Es kostet normal 16 Euro. Ist, denke ich, völlig in Ordnung, da ich ja noch einen Gutschein hatte für kostenlosen Versand oder das halt mit dabei war. Ja, war es für mich auch völlig okay vom Preis her. Ich nehme mal noch einen Schluck. Wenn ihr das riechen könntet. Ich liebe Zimt. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Zimt liebe. Dann kommen wir zum ersten Weihnachtsbuch, das sich in meine Kiste geschlichen hat. Das wäre All I Want for Christmas, eine Weihnachtsromance in Manhattan von Julia K. Stein. Das habe ich im Zustand sehr gut gekauft. Naja, also es hat ein paar Leserillen, falls ihr das seht. Ja. Und ist auch ein bisschen rund. Und ist hier oben ein bisschen verknickt. Also Leute, ganz ehrlich, ich frage mich manchmal, wer die Kategorien sortiert. Ich glaube, das kommt auch immer auf den Mitarbeiter an, den du erwischst. Ich würde das jetzt zum Beispiel mit der geknickten Ecke und den Leserillen als gut betiteln und nicht als sehr gut. Dafür würde ich Isara eher schon als sehr gut einordnen. Aber naja, egal. Ja. Da habe ich auf jeden Fall gesehen in ihrer Instagram-Story, und ich glaube, sie hat mittlerweile auch einen Post gemacht, dass die Reihe so gar nicht mehr groß zu erwerben ist. Ich habe es tatsächlich auch bei Amazon gesucht und da habe ich es nicht gekriegt. Aber das Ganze hat jetzt ein neues Cover gekriegt und ist als E-Book erhältlich. Also ganz, ganz neu designt quasi.
Und die Auflagen kriegst du fast nur noch aus zweiter Hand. Von daher bin ich sehr froh, dass ich es gekriegt habe. Es kostet normal neu 6,99 €. Ich habe 4,99 € bezahlt, glaube ich. Ja, 4,99 €. Völlig im Rahmen. Und ich werde das Ganze mit der lieben Evie von Bookilicious69 lesen. Und ja, ich denke, wir legen im Dezember los. Und ich lese euch jetzt den Klappentext vor. Küsse so sanft wie Schneeflocken, der Zauber von Weihnachten und eine Traumhochzeit in New York. Eine Hochzeit im glitzernden, verschneiten New York. Doch zwischen den Trauzeugen Pippa und Hunter fliegen die Fetzen. Beiden können sich auf den ersten Blick nicht ausstehen. Nur bei einer Sache sind sie sich einig. Ihre besten Freunde passen nicht zusammen und dürfen auf keinen Fall heiraten. Mit allen Mitteln versuchen sie, die Hochzeit zu verhindern, bis eines Abends am weihnachtlichen Rockefeller Center alles zwischen ihnen verändert. Ach. Bis ein Abend am weihnachtlichen Rockefeller Center alles verändert. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja. All I Want for Christmas von Julia K. Stein. Ich mache hier auch immer so zwei Stapel. Behalte ich und schicke ich wieder zurück. Ja, was ich auf den ersten Blick sehe, was ich definitiv auf den schicke ich wieder zurück Stapel mache, ist dieses Buch. Schon wieder kein Schutzumschlag drum. Was ist denn damit los, ey? Was ist denn da bei euch los, Leute? Ohne Witz. Wer schickt denn bitte ein Buch ohne Schutzumschlag weg? Das ist total versüfft. Seht ihr das? Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber das ist maximal widerlich. Da hängen Essensreste dran. Irgendwelche. Ich kann es gar nicht sagen, als ob mal Nudeln draufgefallen wären, während du gelesen hast oder das Buch auf der Couch neben dir gelegen hat. I don't know. Die Ecke ist total vermackt. Sieht auch aus, als wäre das schon total oft runtergefallen. Es ist so abgeschmirgelt. I don't know. Ja, hier ist auch total versüfft. Also ich mag das gefühlt schon gar nicht anfassen. Hinten auch. Leute, was macht ihr denn mit euren Büchern? Das ist doch echt. Man weiß nicht mal, wie rum's kommt. Das ist doch echt furchtbar. Hätte mich jetzt doch gefehlt, dass irgendein Lesezeichen rausfällt oder so. Ohne Witz. Ja. Ich habe euch von den ersten beiden Bänden ja in meinem Sub-Hardcover-Video schon erzählt. Also um was es da geht. Das verlinke ich euch auch gerne nochmal hier oben. Ja, dachte ich, kaufe mir jetzt die Reihe weiter, damit ich die irgendwann halt im neuen Jahr mal anfangen kann. Ja. Dieses Buch wird ungelesen zurückgehen. Ich gucke jetzt gerade mal, was ich dafür bezahlt habe. 7,99 € für ein Buch, das so aussieht. Ja, es steht jetzt leider auch nicht dabei, was die anderen kosten würden. Also die sehr gut. Dann gibt es jetzt mittlerweile eine Option, stark genutzt. Also wenn dieses Buch nicht in die Option stark genutzt fällt, dann weiß ich es auch nicht. Nee, ich sehe leider nicht, was die anderen Zustände kosten würden. Aber ich kriege gleich einen Zustand, ohne Witz. Ja, dann habe ich noch ein nächstes Buch gekauft, das ich so vermutlich auch. Ah, ich weiß ja nicht. Eventuell schicke ich es zurück, vielleicht auch nicht. Faye von Katharina Herzog. Herz aus Licht und Lava. Das ist ja auf meiner 21 für 21 Liste und ich dachte, wenn ich es jetzt nicht kaufe, dann werde ich es auch nicht mehr von meiner Liste streichen können dieses Jahr. Aber. Seht euch das mal bitte an, wie schrecklich das aussieht. Und auch hinten drauf. Das ist nicht Teil des Covers, das ist Dreck. Das ist richtig widerlich. Warum tut ihr sowas? Puh, Fusa. Ja, ich muss gerade noch mal gucken, was ich dafür bezahlt habe, aber in der Zwischenzeit kann ich euch schon mal den Klappentext vorlesen. Im Land der Elfen und Polarlichter. Seit Fays Ankunft auf Island geschehen merkwürdige Dinge. Gleich am ersten Abend führt ein Schwarm Glühwürmchen sie zu einer Lichtung, auf der ein uralter Baum steht. Der Sage nach soll hier der Eingang zur Elfenwelt sein. Aber vor Jahren wurde das Herz des Baums gestohlen. Ja, und jetzt stirbt er. Fay beschließt, den Baum zu retten. Keine leichte Aufgabe. Vor allem, seitdem ihr der impulsive und jähzornige Aaron über den Weg gelaufen ist. Oder Aaron. I don't know.
wenn Faye wüsste, auf was für ein Abenteuer sie sich einlässt. Ja, da bin ich mir jetzt noch unschlüssig, ob ich das zurückschicken oder nicht zurückschicken werde. Ich bin hier gerade noch am Handy, deshalb verzeiht es mir. Ich muss mal gerade gucken, was ich dafür bezahlt habe. Irgendwie spinnt gerade meine App. 9? Nein, das ist gar nicht. Mea culpa. Ich habe bezahlt 10,49 Euro. Zustand gut. Naja, nicht so ganz, aber egal. Ja, bei dem bin ich mir noch unschlüssig. Ich werde mal gleich mit einem von Malers Feuchttüchern hinten über den Rücken gehen. Aber auch nur aus dem Grund, weil der Buchrücken anständig ist, steht die Option, dass ich behalte. Und weil es auf meiner 21 für 21 Liste ist und ich es eigentlich gerne wirklich von der Liste streichen will. Ja. Dann kommt ein letztes Weihnachtsbuch noch und auch ein letztes Buch in der Kiste. Bratapfelküsse von Carolina Sturm. Das Ganze habe ich letzten Dezember eventuell als E-Book gelesen. Das habe ich damals vom Federherz Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Geschichte hat mir so gut gefallen, dass ich sie unbedingt nochmal lesen will und auch als Buch in meinem Regal stehen haben möchte. Der Zustand war sehr gut, das habe ich gerade schon geguckt. Der sieht auch aus wie neu, ungelesen. Keine vermarkten Ecken. Okay, hier ist eben so ein kleines Ding. Aber das ist nicht schlimm. Das stört mich nicht. Ja. Aber ich frage mich immer, warum man weiße Seiten in ein Buch druckt. Ich finde, ein Buch muss so ein bisschen cremefarben sein. Das ist mir auch schon bei anderen Verlagen aufgefallen, dass super oft reine weiße Seiten verwendet werden. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber strahlend weiße Seiten habt oder ob ihr lieber auch so cremefarbene Seiten habt. Ich lese euch auf jeden Fall jetzt vor, um was es geht. Und dann wollt ihr das Buch bestimmt auch kaufen. Es ist nämlich wirklich schön. Wenn Weihnachten zu einer Schlittenfahrt der Gefühle wird. So hat sich der attraktive Steve das diesjährige Weihnachten nicht vorgestellt. Sein Sheriff's Department ist vor den Feiertagen chronisch unterbesetzt und die Parade muss fertig organisiert werden. Doch er stellt sich nur eine Frage. Wie bitte schafft man es, aus einem Seniorenheim geworfen zu werden? Er fährt über 1000 Meilen, um seine Granny aus dem vorweihnachtlichen Manhattan abzuholen. Und ausgerechnet dort stolpert er über Cassie, für die sein Herz schon lange heimlich schlägt. Nach einer schweren Enttäuschung will sie zurück nach Texas. Die Heimreise zu dritt entwickelt sich schnell zu einer Schlittenfahrt der Gefühle. Zwischen Cassie und Steve sprühen die Funken, bis ein Anruf aus New York ganz Weihnachten in Gefahr bringt. Ja. Wer also Lust auf eine lustige Geschichte mit einer lustigen Grammar und ganz, ganz viel lustigen Geschehnissen, lustig, hat, der sollte sich das Buch definitiv zu Herzen nehmen oder zur Brust nehmen oder sich seiner annehmen, wie auch immer ihr wollt. Es ist nämlich wirklich ein super, 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 super witziges und schönes Buch, das sie da geschrieben hat, die Carolina. Ihr Lieben, das war's von mir und meinem Book Haul. Ich werde mich jetzt gleich noch hinsetzen und überlegen, welche Bücher ich zurückschicke und welche nicht. Dann packe ich die nämlich direkt wieder hier in die Kiste, drucke mir einen Retourenschein und nehme das morgen mit zur Post, damit das auch zeitnah wieder dort ankommt. Nicht, dass es heißt, ich habe die Bücher gelesen und schicke sie dann zurück. Da habe ich irgendwie immer so ein super schlechtes Gewissen, wenn ich Bücher zurückschicke, erst nach eine Woche, zwei. Ich meine, man hätte ja die Zeit, sie zu lesen, aber nein, ich schicke sie wirklich jetzt sofort dann wieder zurück. Also Delirium und Opal gehen 100% zurück. Die Weihnachtsbücher bleiben auf jeden Fall. Isara bleibt und bei Faye muss ich jetzt erstmal gucken, ob ich es nochmal ein bisschen sauber kriege. Ansonsten geht das vermutlich ja auch zurück. Ich habe nämlich vor, das in meinem Regal stehen zu lassen und das ist echt versifft. Warten wir so. Ihr dürft mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder auch gerne bei Instagram schreiben, wie so eure Erfahrungen mit Rebuy und Co. sind, ob ihr da die Bücher auch zurückschickt, wenn es nicht stimmt oder ob ihr euch beschwert, wenn der Zustand nicht mit dem, was ihr gekauft habt, übereinstimmt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten
wünsche ich euch einen wunderschönen ersten Advent. Startet gut in die tolle Weihnachtszeit. Ich werde mich jetzt zurückziehen, meinen babyfreien Tag genießen und ja, Kekse essen, Kinderpunsch trinken und vielleicht endlich mal meinen Serienmarathon starten, auf den ich schon die ganze Zeit warte. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert hier unten doch gerne den Kanal und denkt auch dran, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr definitiv kein einziges Video mehr von mir. Wer mehr von mir und meinem chaotischen Leben sehen möchte, der darf auch gerne bei Instagram vorbeischauen. Adressen wie immer unten in der Infobox. Ansonsten wünsche ich euch jetzt nochmal einen wunderschönen ersten Advent und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!